Und damit herzlich willkommen zum letzten Animal Crossing New Horizons Stream. Ab dafür. Ja, ihr seht eine Insel, ne? Komm, lass uns schwimmen. Richtig. Für Fortnite. Was? Ja. Ab auf die Insel. Ja. Na, heute Animal Crossing New Horizons. Ein bisschen noch ins Silvester-Event rein. Ne? Natürlich. Schön, das wird toll. Das wird, glaube ich, toll. Nochmal richtig schön Silvester feiern. Mal sehen, ob das wieder so richtig wunderschön wird wie letztes Jahr. Gucken wir mal. Das war richtig toll. Oh, guck mal hier. Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 31. Dezember 21 um 21.44 Uhr hier auf Yamohana. Ist es denn zu glauben, heute ist der letzte Tag von 2021, ein bedeutsames Jahr für mich? Ach je. Ich wechsle lieber das Thema, bevor ich das Mikrofon nass wein. Als kleine Silvesterfeier veranstalten wir einen Countdown auf dem Festplatz. Wir werden den ganzen Tag Dinge verkaufen und verschenken, also kommt vorbei und feiert mit. Ich kann es kaum erwarten, das neue Jahr zusammen mit euch allen auf der Insel einzuläutern. Das wäre es auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt alle ein super tolles neues Jahr. Wünscht Melinda und Gecko. Hi, das bin ja ich. Und in der dritten. Ach schön, ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht lesen. Da sind wir auch schon. Hm? Ja, Mohana hier. Es ist natürlich schön abends. Und, oh, das wird schön jetzt hier einfach mal mit meinem Yamohana 2.0. Oh, einfach mal feiern. Pui Pui Uid. Hm. Wird, glaub, voll toll. Hallo, Gecko. Hallo, Dark? Ja? Was? Hi? Hi? Na du, öfter hier? Ich spiele auch heute zum ersten Mal in Animal Crossing, das heißt, ich werde erstmal meine täglichen machen. Ich glaube, es wird so schön. Habe ich da gerade Sternschnuppis gehört? Oh. Oh. Das wird, glaub, toll. Hallo, Kabuki. Wiedersehen, Kabuki. Was denn? Der bastelt nix. Ja, warum soll ich den dann... Hä? Hat er Schnüppis gehört? Das sieht aus wie ein Schnüppitag. So, jetzt ist natürlich die Frage. Der Laden hat, glaube ich, noch offen. Ne? Was gibt's denn hier erstmal? Ne? Erstmal muss ich hier ein bisschen gucken. Natürlich wieder die klassischen Sachen. Das 2022er Festtagstor, ne? Nicht verpasse, Leute. Okay. Ah. Ja. Guck mal. Ah, schön. Das wird jetzt toll. Jetzt erstmal noch den Strand ab. Ganz kurz. Der Lautstärke passt ja, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ja, die ist passt. Aber wir könnten einen Schneemann bauen. Mhm. Können wir nachher machen. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz. Jetzt kurz hoch zum Laden auch. Komm, kann doch mal dahinter nichts bestellen. Komm nicht ins Rathaus. Ja, was ist denn das? Hast du wieder Unfug im Rathaus angestellt? Ja, es ist immer noch nicht fertig. Yeah, yeah. Hier ist immer noch nichts und das ist immer noch nicht fertig. Ja, yeah. Aber hier steht noch der Weihnachtsbaum und der ist voll schön. Alles wunderprächtig. Ja, lautstärkentechnisch. Ja, das ist wunderprächtig. Vielen lieben Dank. Ja. Also, pass auf. Insider von gestern. Komm nicht ins Rathaus. Wait, what? Ein Riesenbärchen. Hm. Hm. Ja. Nee. Langweilt mich alles. Tschüss. Das ist jetzt, nee. Ja? Einfach nein. Computer sagt nein. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt einfach noch vor das Event ist, nochmal einmal kurz Happy Home Paradise für euch mache. Vielleicht. Habt ihr Lust, dass ich da nochmal reinschaue? Dass ich nochmal ein Häuschen mit euch gestalte im Stream? Und dann schalten wir nämlich zwei neue Gebäude auch frei. Und die habe ich tatsächlich absichtlich jetzt gerade noch nicht gemacht. Sollen wir das gemeinsam machen? Sollen wir das machen? Passt das zeitlich? Ich glaube schon. Weil, ja, wie sieht's aus? Erstmal ein Kaffee. Unbedingt?
Verstehe. Ja, wäre voll nice, weil habe ich verpasst. Alle meine Häuser, du hast alles verloren. Ja, dann zeige ich dir das. Komm, extra für dich, Blubberbläschen. Ja, dann mache ich das einfach. Ne? Mache ich einfach mal. So, pass auf. Kaffee und der Bärbelst. Auf Kaffee ist immer Verlass. Ist so. Ja, Blubberchen ist schon grün genug. Wenn die sagt, die will das sehen, dann machen wir das. So, ja gut, dann. Mist, er redet noch nicht mit mir. Ich glaube, noch 2-3 Mal muss ich noch trinken, dann bekomme ich das letzte Geschenk von Corfi. Ja, das wird schön. Mir fehlen auch immer noch alle Fische, leider. Also 4 oder 3. Aber ich habe einfach nicht den Nerv dazu, die wirklich zu sammeln jetzt. Hier unten ist ja auch schon unsere Party. Die können wir danach auch feiern. Jetzt auch hier schön mit so Hinschill-Lorschla. Das hier ist, weiß ich nicht. Da muss eigentlich fast eine Blubberblasenmaschine hin. Muss ich mal schauen. Vielleicht habe ich sogar noch eine übrig. Das sind Schnecken. Party hard bei Gecko unbedingt. Party hard, ich mach mir eine schnelle. Was? Muss ich mal schauen jetzt hier. Ich bin nicht so begeistert von dem Feuer. Ist cool, aber irgendwie. Weiß ich nicht. Boah, ich dreh durch. Wegen? Soll das Feuer doch bleiben? Huch. Warum drehen sie durch? Was haben wir denn da? Ein Wok. Ah. Alles klar. Hey, wegen Blubberblasenmaschine. Ach so, hä? Ich dachte, das Feuer, wie jetzt? Wie findest du den großen? Oh, und den Baum auch. Irgendwie cooler im Bonsai, im Zen-Garten hier, finde ich. Ist irgendwie cool. Gucken wir mal, Lupa. Guten Tag erstmal. Oh, und dann wieder Feuerwerk. Oh ja, oh, das wird so schön. Erstes Mal Feuerwerk seit Yamohama 2.0 hier. Moin, Lupa. Was geht denn bei dir ab? Ach, wie schön, dass du mich wieder mit deiner Aufmerksamkeit würdigst. Was fürchte ich, du gingst mir aus dem Weg. Ja, das werden ein paar sagen, nur weil ich eine Woche oder so nicht mehr mit denen geredet habe. Voll schön geworden. Ja, oder? Ein bisschen cooler als der Teich. Oh, hier fehlt ja immer noch eine Bank. Oh Mann, ich hätte eigentlich noch ein bisschen was zu tun. Feline, Hallöchen. Ihr seid alle... Ihr seid alle okay. Mal sehen, vielleicht liegt auch noch ein Gyroid-Fragment am Strand. Scheinbar nicht. Ach schön, nur noch 2 Stunden, Leute. Meine Herren. Wir waren halt jetzt so lange an Super Metroid. Ja, oh, jetzt wird schon ein bisschen stresselig hier tatsächlich. Was soll denn das? Wirklich kein Gyroid-Fragment? Okay. Gut, doch nicht, Mensch. Wahrscheinlich bastelt Yoshino oder kocht. Guck mal. Du, Yoshino mag ich so gern. Oh. Aber sie ist so süß im Gilden-Outfit hier. Hallöchen, strahlst du heute mit der Sonne um die Wette? Ja, wie süß ist denn der Satz? Ja? Yoga P. Du hast so recht. Ich meine, Röcke sind schon cool und so, aber Hosen sind einfach vielseitiger. Ich bin so froh, dass ich dich nach deiner Meinung gefragt habe. Du bist einfach der Coolste. Gut. Ja. Okay. Dann ist es ja nur noch Hauke. Mhm.
Soll die Cam sein, da wo sie ist? Ja, schon. Okay, ciao, Hauke. Es bastelt keiner. Warum? Die ist doch gut da, wo sie ist eigentlich. Hab ich gehört. Kann sie auch ein bisschen weiter hoch zwiebeln. Aber nicht viel hoch. Ich kann sie ein bisschen hoch. Kann sie ein bisschen... Kann sie ein bisschen hoch. Warte kurz. Mach ich gleich. Er hat nur die Auswahl gerade nicht gesehen. Und Yoshinos Frage. Ja, passt. Die ist bossiert heute mal. Was ist denn das? Oh lol, man kann ja gar nicht rein jetzt. Hä? Ist ja witzig. So. Mach ich aber hier hin, weißt du? Das gefällt mir sowieso ein wenig besser. Und dann sieht man noch die Sternis und die Meilen. Ja, das ist sehr wenig da oben. Man kommt da heute nicht rein. Ja, ja. Hör auf. Mann, ich dachte, achso. Ich dachte irgendwie, es baut um bei dir. Ich hab gesagt, keine Ahnung. Aber ja, man kommt nicht rein. Und das ist okay. Guck mal kurz hier. Ja. Erstmal, ich möchte Friese. Friese nochmal zum Haube rüber. Ja, machen wir mal. Wo, let's go. Let's go. Ja. Aber da wird's nichts Neues geben. Es ist ja Freitag. Rex Ü ist jetzt online. Ja, moin. Jo, guck mal. Moin. Jawoll. Da ist nichts Neues. Edu. Ne. Soll ich mal Smaralda machen? Ach komm. Ja, Morta. Nur ich, Smaralda, spüre deine Wahrheit. Und für nur 1000 Sterne teile ich sie mit dir. Was sagen die Sterne? Was sagen denn die Sterne jetzt schon wieder hier? Guck mal, ich hab deinen Wunsch vernommen. Ja, gucken wir mal. So gut einfach. Das stand rückwärts gerade. Der Kristall sieht alles oder so. Stand da gerade rückwärts. Hä, wie gut. Ich sehe etwas. Ja, ich sehe ein Großmütterchen mit Enkeltochter. Sie lächeln froh und halten prächtige Rüben in den Hufen. Sie befinden sich bei einem kleinen Dorf, das man auf einer Karte findet. Aus dieser Version schließe ich, dass du mehr Glück mit dem Geld haben wirst. Oh. Hey. Das ist doch mal was Gutes. Nun, vielleicht widerfährt dir heute etwas Gutes oder vielleicht auch nicht. Schön. Hey, einen Glückszauber haben wir gekriegt. Ein Glück gekriegt. Cool. Nice. Apfelmus am Baklava. Wow. Zur Arbeit. Schon yummy. Auf geht's. Dann machen wir nämlich direkt das. Ja, wenn wir dann da schon hier sind, machen wir das direkt auch. So. Weiß ich nicht. Ich hoffe, das. Also, normalerweise müsste das heute direkt freischalten. Da bist du ja wieder. Guten Tag, guten Tag. Haben wir gute Besucher heute? Nein? Muss ich meine Amiibo-Karten holen? Ich muss meine.
Erstmal die Schlaffenpost. Ja, erstmal abholen hier. Ein Leuchtmoorstuhl. Sprachen lernen, Bubble. Den hab ich doch schon. Guten Tag, Gecko. Nochmal, hallo? Ich hab das Gefühl, das sind verschiedene Leute, die mir hier schreiben. Wie süß ist sie denn? Wieso hat sie keine Hosen an? Die ist ja fast nackt. Das ist so cute. So. Ja, Blubberbli ist jetzt hier, wie Sie sehen können. Das ist die Ferienagentur hier. Die Ferienagentur, yes. Ja, Ferieninsel. Happy Home Paradise. Warum war da gerade ein Tonaussetzer? Und alle am Strand könnte man jetzt quasi eigentlich... Könnte man jetzt ein Ferienhaus andrehen, aber irgendwie sind alle doof. Ich muss meine Karten gleich holen. Ja. Holiday. Kann ich mehr reden? Kann ich lesen? Was ist denn das? Ein Modellbausatzstapel. What the fuck? Aha. Nee. Wie Sie sehen können, Pockies. Hier sind nicht Sternis die Währung, sondern Pockies. Das ist ja alles doof. Es war einfach so gut, wie der eine einfach so hieß. Fortnite einfach, ich kann nicht lesen. Das ist einfach, Alter, das ist so gut einfach. Ja, da muss ich gerade mal kurz meine Karten holen. Moment. Eigentlich auch Special-Charaktere einziehen lassen kann, so KK und so, weiß ich nicht. Ja? So. Das Gecko aber auch immer ohne Hosen streamt. Hä? Woher weißt du das jetzt? Ja, Streamer tragen keine Hosen. It is what it is. So. Stimmt, die würde natürlich absolut perfekt auf diese Insel hier passen. Machen wir so. Jetzt müssen wir erstmal hier. Geh mal arbeiten. Was gibt's? Ja, möchtest du die Arbeit beginnen? Natürlich. Ab dafür. Schwupps, das ist unsere Uniform. Es gibt gute Neuigkeiten. Wir haben die Genehmigung erhalten, mit der nächsten Einrichtung anzufangen. Besser noch, es geht sogar um zwei Einrichtungen. Also danke für deine tolle Arbeit, Gecko. Wir können natürlich nicht an beiden gleichzeitig arbeiten. Beginnen wir mit dem Restaurant oder dem Café. Oh, beide werden viele neue Besucher anziehen, daher ist es wirklich eine schwere Wahl. Ein stilvolles Restaurant an der Hauptstraße oder ein schickes Café direkt am Strand. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Okay, Leute, das dürft ihr jetzt entscheiden. Was wollt ihr sehen? Was machen wir heute? Das Restaurant oder machen wir ein Café? Was sollen wir machen? Jedenfalls haben sich meine Amiibo-Karten erledigt, lol. Lol, draußen wird schon rumgeböllert, natürlich. Wir machen mal eine Umfrage. Hat da gerade Zeit oder irgendein Mod oder so? Für eine Umfrage? Geht da was? Dann schreibe ich euch ein. Es hat gewonnen. Was? Eine Frage. Restaurant. Oder Café. Ich kann nicht lesen.
Dauer 1 Minute. Ihr habt jetzt 1 Minute Zeit. Achtung, Achtung. Umfrage. Richtig. Ab dafür. Go for it. Viel Spaß. Restaurant gewonnen. Gucken wir jetzt. Ja, machen wir eine gescheite Umfrage. Wenn ich mag diese Funktion ja auch von Twitch. Die ist einfach ganz cool, dass, ne? Jetzt können einfach auch alle mitmachen. Ja, auch die Lurker und so weiter. Jetzt haben wir hier eine richtig tolle Umfrage. Jetzt sehen wir das ganz genau. Restaurant oder Café? Was machen wir jetzt? Aha. Ich kann mich nicht entscheiden. Was wollen wir nur machen? Wir machen jetzt ein FKK-Badeclub. Was? Oha, sieht sehr gut aus. Für das Restaurant. Und es ist... Ja, es ist das Restaurant. Okay, dann machen wir das Restaurant. Sehr schön. Du meinst also, wir sollen mit dem Restaurant beginnen? Ich denke, du hast recht. Im Urlaub will man schließlich gut essen gehen. Sie muss das Grundstück gleich einmal an und legen wir los. Aber ab dafür. Go for it. Davianbier, kannst du dir ein Restaurant vorstellen? Die Lage ist perfekt, da hier immer viele Leute vorbeikommen. Aber der Reihe nach, zuerst sollten wir uns um das Äußere kümmern. Leg los. Okay, gut. Ja, dann, ne, wie immer, jetzt Häuserfassade erstmal raussuchen, wie bei den normalen Urlaubshäusern. Machen wir das jetzt auch hier. Gucken wir mal. Oh, uff, ey. Weiß ich jetzt aber auch nicht, ne? Ein Restaurant. Ja. Ich mach's blau. Und das Dach ist dann... Ja, da sehe ich mich direkt schon. Die gelbe hat mir sogar gefallen. Oh, sogar Markisen. Ach so. Wir können es theoretisch direkt... Aber ich mach's mal so. Das sieht aus wie so ein Fischrestaurant. Was ist richtig? Seespezialitäten. Irgendwie. Meeresfrüchte. Das sieht sehr... Nehmen wir so. Hab ich Lust. Ja. Das ging jetzt heute ziemlich schnell. Sehr gelungen. Dann können wir als nächstes an die Inneneinrichtung gehen. Let's go. Dann schauen wir doch mal. Oha. Gut, nun sollten wir uns um die Inneneinrichtung kümmern. Im Wesentlichen ist das Restaurant zweigeteilt. Es gibt den Essbereich und die Küche. Beide haben unterschiedliche Vorgaben. Sieh sie dir an, indem du drückst und einen Auftrag wählst. Abgesehen von den Grundlagen ist es sehr wichtig, dass ein Ort die richtige Stimmung vermittelt. Die richtige Beleuchtung hilft da enorm. Ne? Und so. Du kannst sowohl die Farbe als auch die Helligkeit verändern. Ich freue mich schon auf deine Ideen. Ja, ich finde es eigentlich perfekt so. Lassen wir doch so. Gestalte das Restaurant. Ja, und jetzt ist es einfach so wie immer, ne, wie bei den Ferienhäusern auch. Exakt gleich. Wir können jetzt alles umgestalten. Dann gehen wir ins Umgestaltungsmenü. Hier so, zack. Und dann, ja, haben wir hier die Sachen. Und, gucken wir einfach mal. Das, was ein Boppel hat, ist ja jetzt neu. Gucken wir uns erstmal um. Wir könnten ein asiatisches Restaurant machen, aber es ist jetzt... Nee, mache ich jetzt einfach mal tatsächlich nicht. Ich mache jetzt wirklich mal so ein... Weiß ich nicht. Genau, Fischkistenstapel. So ein bisschen fischig. Einfach ein bisschen Strand-like, Urlaubsinsel, dies, das. Ein saisonales Gefutter. Ein Kranspiel, okay. Ein Reiskocher. Wie cool. Wärmeplatte. Ja, ja. Oh, Sushi. Geil. Veggie-Menü. Sandwich. Sandhexen-Menü. Cabrese-Baguette. Europa-Menü. China-Menü. Veggie-Baguette. Ist einfach ein Sub. Ist einfach Subway. Eine goldene Glückskatze. Eine Menge neuer Stuff. Wundervoll. Oh, Ozean-Tapete. Machen wir doch mal so.
Ja, ja, ja. Böden. Da muss ich noch schauen ein bisschen. Ja, haben wir schon mal sowas wie ein Restaurant gemacht? Den Café für Huschke war das. Boah, wie viele Cafés ist das auf der Insel? Ein Café. Bei Huschke ist ein Café. Hier soll auch noch ein Café hin. Was ist denn los mit Cafés? Ja, das ist ja, nee. Rückengrund, Skipistenboden, was? Disco! Uns. Partyboden! Partyhard. Blauteppich. Weiß ich nicht. Fliesen. Dies passt schon. Warte mal. Sieht ja echt, mach mal den Raum ein bisschen größer, oder? Du kannst nur die Farbe und die Intensität der Beleuchtung anpassen. Schön. What the heck? Okay. Und hier ist Fenster und Eingang. Und hier ist Raumgröße. Ja. Ich mach mal so. Die Küche ist dort. Mach mal vorher so. Das kann man nämlich auch alles ändern. Ich mach ein anderes Ambient. Das ist tatsächlich Blaulicht. Okay, ich kann es dunkler machen. Ich verstehe. Mach mal so. Ja, das ist doch. Das ist doch was. Ich habe ein bisschen im Kopf, wie es aussehen könnte gleich. Muss mal ein bisschen schauen. So. Oh, Schwester jetzt. Gleich im Schlafen gehen werde, wünsche ich euch allen einen guten Rutsch mit viel Gesundheit und Freude und all dem Quark, der dazu gehört. Bleibt so toll, wie ihr seid. Wir lesen uns. Wünsche ich dir auch. Schlaf gut. Ruh dich gut aus. Komm trotzdem sehr gut ins neue Jahr. Und fühle dich ganz doll geflauscht und wünsche gerade dir auch ein wirklich, wirklich gutes, sehr erfolgreiches neues Jahr. Ja. Möge es ganz, ganz doll toll werden für dich. So. Dann schauen wir doch mal. Küche, sagst du, kommt ja dann auch noch. Darf ich die mal sehen? Aha. Küche. Ja. Sieht auch so aus. Was sind die Vorgaben für die Küche? Keine? Keine Vorgaben. Okay. Auch gut. Doch. Was sind die Vorgaben? Nee, sind keine. Hä? Nee, dann. Das ist schick. Das ergibt keinen Sinn. Ja, mach mal das. Typisch. Mist. Steinboden. Wo sind die jetzt? Ah. Oh je, Mini. Eine Küche. Ja, Jesus Maria. Ich muss erstmal schauen jetzt hier. Gibt es da Kücheninseln? Wie mache ich denn die Küche am besten? Ich weiß es nicht, wie ich die Küche machen soll.
Warum sind wir denn auch schon mal gut gegangen? Küchentheke, Spüle, Spülstation. Ja, Küchen. So. Jetzt haben wir das und das brauche ich noch. Brauche ich auch noch. Ja. Was ist denn das? Ofen, Fischkisten, Stapel. Zwei davon. Ich glaube, damit lässt sich was anfangen, oder? Dann gucken wir mal, dass wir den Raum auch wieder hier größer machen. Ja. So. Also. Ja, ich baller mal alles da hinten hin. Bei der Herd. So. Kann ich das so machen? Nee, warte mal. Wollt man nicht. Machen wir so. Machen wir so. Können wir da noch durchlatschen? ZR. Mach mal so. Ich mach das mal versetzt tatsächlich. Raumtrenner? Wie sieht's denn damit eigentlich aus? Ja. Geht sogar. Dann mache ich das einfach so. Hey, hey. Das ist so ein kleines Lager, you know? Okay, dann muss ich aber das hier nochmal ein bisschen anders machen. This mushroom is so raw. Was? I told me that. Das ist in another cast. Bitte was? Was denn zur Küche? Wer? Wieso? Wieso denn das? Warum ist das mit dem Mushroom und dem Princess in another castle? Gordon Ramsay Meme? Dann kenne ich's glaube ich nicht. Ich glaube, das kenne ich nicht. Boah, weiß ich nicht. Ich bin nicht zufrieden. Das ist, muss auch ein bisschen auf die Uhr schauen. Oh mein Gott, ich kann hier nicht so rumbauen heute. Ewig und drei Tage. Geht heute nicht. Ja gut, dann mache ich es doch. Mache ich so. Ne? Mache ich doch so. Wobei halt eigentlich müsste...
Eigentlich müsste das woanders hin. Eigentlich müsste das hier rüber. Und dann eigentlich... Gut, das ist ja eigentlich passend hier. Das ist okay. Aber das hier eher nicht so. Weiß ich nicht. So, da ist ja noch Platz. Ja, komm, dann machen wir so. Das ist doch okay, oder? Machen wir halt so. Weiß ich nicht. Dun, dun, dun. Passt doch, ja, an sich. Sieht, glaube ich, richtig aus. Weiß ich nicht. Ja, natürlich, scharfe Messer. Natürlich, natürlich. Ein bisschen hiervon. Flaschenwandregal, okay. Ich hätte gern nochmal so ein Hängetopf. Gehänge. Ich hätte gern ein Topfgehänge. Was? Achso, man kann es ja hier. Eigentlich schon relativ fertig. So viel kann ich jetzt hier nicht so ganz machen. Wie gesagt, ich muss echt ein bisschen auch gucken, dass ich natürlich das ein bisschen... Was? Okay. Okay. Muss ja ein bisschen schneller heute auch machen. Wieso gibt es jetzt eigentlich keinen Topf? Richtig. Dieser Kuchen. Geil. Obstkuchen einfach. Hä? Ist nicht genug Platz. So. Mal so gemacht. Dann gehe ich zurück ins Restaurant. Die Küche ist schon okay erstmal so. Das ist eine Küche, die passt. Die ist okay. Passt. Oha, das Restaurant. Ja, puh. Tische, eine Kasse, natürlich. Sitzgelegenheiten, jawohl. Okay. Oder Esstisch. Kücheninsel. Ach so. Oh, da ist ja eine. Kühltruhe. Ach so. Oh ja. Ja. Salatbuffet? Sehe ich. Achso, hier sind Vox und alles. Oh nein. Mist. Müsste wirklich nochmal Küche eigentlich bauen. Kasse.
Fischis. Huch. Alles. Wieso kann ich es denn jetzt wieder nicht kopieren? Als ob. Jo, okay. Dann mache ich. Ich benutze das, was schon da ist, tatsächlich jetzt. Mach daraus jetzt einfach mal ein bisschen was. Kannst ja jederzeit wieder umbauen, aber so für heute. Ne? Mache ich es doch relativ schlichter. Ist gerade ein bisschen besser. Hä? Ist derselbe Abstand schon? Kenn ich das nicht. Okay, jetzt habe ich es gelöscht, lol. Nein, oh mein. Das ist ganz. Ja. Mist. Oh je. Mann, oh. Brauche ich doch erstmal so eine Theke. Ich werde jetzt langsam müde, ey. Uah. Genau. Ey, wie passend. Weil der auch in einem. Das ist gerade so passt. Ah, wie gut. Ja, gut. Mach ich halt so. Ich glaube, ich brauche aber viel davon. Also ich mache es jetzt wirklich schlicht. Mach's ganz schlicht. Ich kann mich leider heute wirklich nicht mit absoluten Details aufhalten. Geht nicht. Wir haben den Jukebox, kommt rein. So viel Zeit muss sein, sondern vielleicht hier irgendwie sowas noch. Wo ist denn jetzt die Kasse eigentlich? Schon wieder weg. Ja gut, Reiskörper. Gibt's hier Fisch? Reis mit Ketchup? Was? Was? Machen wir so. Ich guck, dass wenigstens das Stromausfall. Das Wichtigste dran ist. Zum Beispiel die Kasse. Und der hier einfach. So. Eins, eins, vier, vier. Oh. Oh, alles fertig, was Pflicht ist. Ja, dann easy. Dann, cool. Würde ich das erste so lassen.
Ich sehe hier so viele Sachen, mit denen ich eigentlich könnte ich viel schöner ausarbeiten, aber mir rennt die Zeit ein bisschen. Nicht so geil. Ist ja auch schick so, guck mal. Salatbar hier, guck mal. Das passt so? Nee. Wie, was? Wieso geht das nicht? Hier hin. Wanddeko. Ist da noch irgendwas Tolles? Nee, ne? Nicht so wirklich. Weiß ich nicht. Aber Lampen. Lampen sind wichtig. Die Frage ist natürlich jetzt nur, welche. Okay, alles ein bisschen unpassend. Nehme ich, glaube ich, tatsächlich die Würfeln. So viele asiatische Lampen, was soll denn das? 1, 2, 3. Direkt über den Tisch einfach. Ne? So muss das. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Aber nicht schlecht. Ne? Das ist ja... Passt schon. Das passt schon. Häppchen. Kommt jetzt hier drauf. So. Weiß ich nicht. Guck mal. Ist doch schick eigentlich. Licht, aber schick. Komm. Geht schon. So ein passendes Lied irgendwie. Ja, da kann man schon essen gehen, gell? Oder? Geht schon. Geht schon. Soll jetzt auch kein 5000-Sterne-Restaurant werden. Dann nehme ich Lovers. Ja, guck mal. Das geht schon. Also was, mach ich doch ein warmes Licht. Das kackblaue Licht ist kacke. Ja, guck mal, oder? Das geht schon. Kleines, schniekes Kaffeechen. Restaurant, meine ich. Können wir noch ein Teppichchen ballern. Schauen wir mal. Was ist das jetzt alles für Käse? Wanddekorationen. Achtung, Achtung. Wanddekorationen. Was haben wir denn da alles Hübsches? Nichts. Na gut. Hier, guck mal. Das geht schon. Das ist auch ganz gemütlich. Pflicht. Ja, cool. Ich bin fertig für heute. Das war's. Was ist denn so? Ja, ich bin fertig. Ich bin fertig. Haben wir ein kleines Restaurant? Überlegen wir einmal, wer hier arbeiten soll. Ja, das ist jetzt nochmal so eine Geschichte. Oh mein Gott, wie cute. Oh mein Gott.
Wir haben Carlos als Koch, Erik als Auszubildender, nein, wie süß, Kabuki als Kassierer und Vivian als Mitarbeiterin. Irgendwie passt die Truppe so gut. Hä? Wie sweet ist denn das alles? Nehme ich so. Oh mein Gott, hä? Was? Wie cute. Ich werde mich sofort mit dem Restaurantpersonal in Verbindung setzen. Einen Moment noch, vorher sollten wir unserem neuen Restaurant einen Namen geben. Oh je. Wenn du eine Idee hättest, möchte ich sie hören. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Wir können uns auch später noch für einen Namen entscheiden. Habt ihr einen Namen? So, wirklich einen, bitte? Haben wir einen Namen für dieses schicke, kleine Restaurant? Wisst ihr da was? Wisst ihr da was? Vielleicht weiß ich jetzt was. Das ist doch auf Lauscheschwanz, du. Das passt hier doch nicht rein alles. Ich kann nicht lesen. Also. Aha. Zum. Zum Blubberbarsch. Finde ich gut. Oder? Zum Blubberbarsch? Das ist es doch. Oder wie? Ich kann nicht lesen. Flauscheschwanz würde so reinpassen. Also nicht Restaurant-Flauscheschwanz, aber zum Flauscheschwanz geht auch. Ich glaube, wir nehmen einfach zum Blubberbarsch. Nimm mal Blubberbarsch. Finde ich gut. Ist ja auch so ein, eigentlich eher so ein Fischrestaurant. Machen wir Blubberbarsch. Ja. Ah ja, der Name lautet also zum Blubberbarsch. Genau. Machen wir so. Damit steht der Name fest. Gucken wir uns das mal an. Restaurant zum Blubberbarsch. Die Küche. Klein, aber fein. Ach, schön. Voll toll. Da war jetzt keine gute Szene dabei für ein Foto. Ich habe das Restaurantpersonal mitgebracht und auch gleich einige Gäste eingeladen. An diesem Restaurant kann ich mich gar nicht satt sehen. Davon brauchen wir unbedingt Fotos. Und da wir gerade davon sprechen, treffen wir uns danach doch draußen für ein Erinnerungsfoto. Bis später. Ja, unbedingt. Guck mal, ist doch gemütlich. Ja, so, ja. Kann man nehmen. Ganz sweet. Dies gefällt mir. Zum Blubberbarsch. Ja, wir haben kein Foto. Das ist ein Problem. Gucken wir mal. Ja, wow. Wollte ich jetzt eher noch nicht Hilfe ausblenden. Ja. Muss aus dem Bild. Machen wir so.
gibt. Das Foto schießen. Lass uns nach draußen. Wait, what? Achso. Okay, fertig. Ja. Passt. Und nun, heute nehmen wir ein ganz besonderes Erinnerungsfoto von unserem Restaurant auf. Da muss ich mal kurz auch hier meine Cam wegmachen. Ganz kurz nur. Vielen Dank. Mit dem Bau des Restaurants zum Blubberbars ist diese Region jetzt noch attraktiver. Welche Verbesserungen werden wir wohl als nächstes angehen? Und nun gebe ich weiter an der Projektleiter für den Bau dieser Einrichtung. Warte, was? Gebe ich weiter an der Projektleiter? Bitte was? Echo, möchtest du einige Worte an uns richten? Wir dürfen stolz sein. Vielen Dank. Zum guten Schluss sollten wir noch ein Erinnerungsfoto aufnehmen. Ja, unbedingt. Ich finde dieses Foto ja sehr gelungen. Was meinst du, Gecko? Noch eins aufnehmen, okay? Sollen wir noch einmal das... pass mal auf jetzt hier... ZR. Ja, jetzt, das ist ein Foto. Da haben wir es. Das ist perfekt. Ja, das finde ich auch. Einfach perfekt. Das war's. Passt gut auf euch auf. Yay. Einfach süß. Wir haben schon ein paar Intos, sage ich dir. Wo denn? Wie denn? Was denn? Was denn jetzt? Was denn mit dir jetzt? Habt ihr die vielen Gäste gesehen? Aber war heute erst Eröffnung. Logisch, denn alles, was auf der Karte steht, klingt einfach fantastisch. Ich mein's ernst, mein Magen hat die ganze Zeit gegrummelt, als wir die Fotos aufgenommen haben. Wenn ich nur so ruhig und gelassen sein könnte wie Sigmar. Ich hatte auch Hunger. Dann sind wir ja schon zu dritt. Ich habe diesem leckeren Duft kaum widerstehen können. Wir sollten dort alle gemeinsam einmal essen gehen. Ich lade euch ein. Klasse, denn das wird bestimmt gut. Danke, Carlotta. Na klar war das das. Es war schön, kurz etwas zu träumen, aber zurück zum Geschäftlichen. Deinen Poki zum Beispiel. Du hast so hart für dieses Projekt gearbeitet, diese Belohnung hast du dir verdient. Also, ohne weitere Vorrede, hier sind 25.000. Ich danke dir sehr. Ich bin ja richtig froh, dass das Geschäft dort so gut läuft. Alle Gäste wirken so glücklich. Jetzt weiß ich wieder, wofür wir arbeiten. Dass die Leute sich hier wohlfühlen, ist oberstes Gebot. Ich bin so froh, dass wir das alle gemeinsam erleben konnten. Das hier sind Tränen der Freude. Oh, was hätte ich jetzt vergessen? Nun, da das Restaurant gebaut ist, können wir jederzeit mit dem Café beginnen. Es wäre schön, wenn wir das gemeinsam angehen können, aber hetz dich nicht. Lass es mich einfach wissen, wenn du bereit bist. Und wer weiß, mit dem Bau weiterer Ferienhäuser ergeben sich vielleicht auch noch mehr Gelegenheiten. Das ist ja so aufregend. Unsere Vision für dieses Inselparadies wird nach und nach Wirklichkeit. Schön. Was sie nicht mehr reden können. Na, sichi, Medit. Ach, schön. In Ordnung, möchtest du vor Schluss machen? Ja. It is too late, right now. Schönen Feierabend. Danke, super geil, ciao. Das war das. Das war jetzt nochmal. Ja, noch einmal. Baby Home Paradise. Hast du das auch gesehen, Blubberbläschen? Ja, na, natürlich auch. Klar. Aber so ist das Prinzip hier quasi. Jetzt haben wir halt einfach ein Restaurant gebaut statt ein Ferienhaus. Aber das Konzept, das Gameplay ist natürlich absolut identisch. Das ist einfach genau dasselbe. So. Ja, was man hat beim Ferienhaus natürlich den Bewohner das halt hinleistern soll. Ja, das war das. Ja? Wir können ja zum Beispiel hier kurz ein Ferienhaus besuchen gehen. Haben wir noch nie gemacht, glaube ich. Noch einmal, oder? Da möchte doch Blubberchen unbedingt hin. Nee, pass auf, wir gehen mal zum Retro-Café, nämlich von Huschke zum Beispiel. Thanks fürs Zeigen, immer gern. So sieht das dann zum Beispiel aus. Hier ist das Ferienhaus von Huschke. Ja, man kann hier alles draußen natürlich auch nochmal selber gestalten. Haben wir gemacht. Und dann halt auch drin. Pass mal auf. Das wäre jetzt zum Beispiel das Café. Huschke hat sich ein Café gewünscht. Ja. Schönes kleines Café.
Ja. Ja? Zum Beispiel. Ja, voll schick. Genau. Okay, dann wieder nach Hause. Cleo. Ja, du willst unbedingt Cleo sehen, ne? Wusste ich's doch. Okay, pass auf. Ah, zeig ich dir. Ich sehe schon, du brennst richtig darauf. Ja? Verstehe ich. Cleo ist auch toll. Müssen wir mal kurz hin. Ja, guck mal, wie du drauf brennst, ey. Der Wahnsinn, du kannst kaum erwarten, ne? Ja, warte, ich bin gleich bei ihr. Pass auf. So. Guckst du da. Tja. Na, Cleo wohnt natürlich hier. Ganz klar. Du bist so fies. Hä? Was ist denn jetzt, Blubberchen? Darf man dir was zum Restaurant sagen? Nein. Wenn es irgendwie was ist, was es noch so macht, wie die Schule auch so und so. Nee, generell nicht. Möchte ich selber dann noch rausfinden. Die Schule macht ja auch was. Guck mal hier. Sagen wir Hallo zu Cleo. Hallo Cleo. Hallo. Was kann ich für dich tun? Miau. Wie geht's denn so? Oh, ich wundervoller Ort. Und das ist auch nur folgerichtig schließlich, was du mit der Planung beauftragt. Ja, unbedingt. Ne? Hier wohnt sie. Mein Schwanz mag dich nicht. Ey. Jetzt hier. Blödes, ja? Schnell Lüge. Was soll denn das jetzt? Ne, aber da siehst du. Da habe ich ein bisschen mehr Detailarbeit gemacht und so. Jetzt gehe ich zurück. Das war das. Das war jetzt auch nochmal ein bisschen Happy Home Paradise. Schönes Ding. Ich wollte sie hier drauf einladen, weil die passt natürlich hier absolut perfekt drauf, aber egal. Tschüss. Jetzt aber ab nach Hause. Es ist 22.46 Uhr. Was ist denn das jetzt hier? Wir müssen alles bereit machen für Silvester jetzt hier. Es ist nicht mehr lang. So. Ich möchte nach Hause. Correcto mundo. Mr. Madara Uchattington? Was?